Herr Sinn, Ihr Kollege, der Starökonom Thomas Piketty, hat gesagt, dass nicht nur England, sondern vor allen Dingen Deutschland auch schuld am Brexit ist. Vor allen Dingen der Kanzler wirft er vor, Schuld zu haben, zu egoistisch, zu nationalistisch würde man in Deutschland denken. Hat er recht? Ach, das ist ein bisschen vereinfacht. Er meint wahrscheinlich, dass wir zu stark auf die Sparpolitik gepocht haben. Da ist die Rede von Austeritätspolitik in Südeuropa. Das hätte die Misere verursacht und deswegen würde Europa nicht funktionieren und deswegen seien die Engländer ausgetreten. Na, erstmal haben wir auf die Engländer ja direkt gar keinen Einfluss und zweitens kann von Austerität gar nicht die Rede sein. Deutschland hat die größten Hilfsprogramme, die die Geschichte der Menschheit je gesehen hat, jetzt geschultert für die Rettung der Staaten und Banken Südeuropas. Die Märkte zeigen diesen Staaten die kalte Schulter und die Staatengemeinschaft hilft nun mit großzügigen Rettungsschirmen. Also im Übrigen war es ja wohl im Wesentlichen die Migration, die im Vordergrund stand in Großbritannien. Also das hat er aber nicht gemeint, der Kollege Piketty. Also insofern kann ich ihm gar nicht zustimmen. Würden Sie auch sagen, das war nicht die Stimme der Vernunft, sondern mehr des Gefühls? Denn viele Wirtschaftsforscher haben ja in Großbritannien davor gewarnt, vor diesem Brexit, aber die Menschen haben trotzdem für den Brexit gestimmt. Ja, ich glaube schon auch, dass es unvernünftig war. Aus ökonomischer Sicht haben sich die Engländer keinen Gefallen getan, dass sie ausgetreten sind. Werden das schon noch zu spüren bekommen. Aber so ist nun mal die Politik. Also das ist auch das Wesen der Demokratie, dass Menschen entscheiden, auch aus dem Bauch heraus, nach ihrem Gefühl. Und das muss man letztlich auch respektieren. Also die Zahl der Menschen, die jetzt für den Austritt gestimmt hat, ist größer als die Zahl, die jemals für eine Partei gestimmt hat in Großbritannien. Es ist ein Riesenüberhang im Vergleich. Und da kann man auch nicht sagen, die haben sich da alle geirrt. Es ging um die Migration. Und man muss dazu sehen, die Briten haben ja in den 50er und 60er Jahren schon eine große Immigrationswelle aus überseeischen Gebieten gehabt. Das wurde dann damals gestoppt von Edward Heath in den 70er Jahren und Margaret Thatcher. Und dann kam die EU und dann ging das wieder von vorne los. Und jetzt letztes Jahr kam dann auch noch diese Flüchtlingswelle dazu. Also das Ganze schien ja völlig außer Kontrolle zu geraten. Und das hat den Briten hier in puncto auf EU eigentlich den Rest gegeben. Damit wollten sie sich nicht weiter beschäftigen und sich lieber isolieren. Wie gesagt, ich glaube, sie haben einen Fehler gemacht mit dieser Entscheidung. Aber das ist die Entscheidung des Volkes. Und das muss man auch letztlich respektieren. Ich glaube auch, dass wir in Europa auch mit der innereuropäischen Wanderung gewisse Defekte haben. Insofern, als wir auch eine Armutswanderung haben in die Sozialstaaten. Wir haben ja alles umverteilende Sozialstaaten und wir haben das Inklusionsprinzip, das ist eine heilige Kuh in Europa. Das heißt also im Prinzip kriegt man das Geld von dem Land, wo man einwandert, statt dass das Heimatland weiter zuständig ist, wenn es um steuerfinanzierte Sozialleistungen geht. Natürlich gibt es Wartefristen, aber die sind nicht sehr lang. Und da müssen wir uns vielleicht auch mal überlegen, ob die Konstruktionsprinzipien der EU überhaupt stimmen, ob das überhaupt geht. Und als Ökonom kann ich sagen, es geht nicht. Man kann nicht Freizügigkeit für Menschen haben und die Inklusion in die Sozialstaaten, sodass man sich die besseren Sozialstaaten aussucht. Das geht in die Hose, da kommt es zu stark zu Wanderung und die Menschen reagieren. Ich glaube, die Regierungen der EU wären gut beraten, das mal genau sich vor Augen zu führen und die Konsequenz zu ziehen und dieses Inklusionsprinzip zu modifizieren. Andererseits ist der Unfrieden gegenüber der EU sehr groß geworden in all den Jahren und es hat sich was aufgebraut und das musste irgendwie kanalisiert werden und deswegen hat Cameron halt gedacht, er lässt jetzt einfach das Volk entscheiden und wenn dann eine Entscheidung für den Verbleib getroffen wird, dann ist das irgendwie eine Stabilisierung, hat er sich verkalkuliert, er wollte dabei bleiben.
Ja, ich bin nicht so grundsätzlich gegen Referenden. Ich glaube, das ist das Wesen der Demokratie. Die Schweiz zeigt auch, dass das ganz gut funktioniert. Aber man muss die Leute aufklären. In der Schweiz, wenn abgestimmt wird, dann kriegt man also ein mehrseitiges Heft mit den Sachverhalten, dass man sich genau informieren kann. Und dann entscheidet das Volk. Und das Volk hat sich meistens sehr klug und weise entschieden. Also auch nicht einfach populistische Stimmen nachgegeben, sondern schon überlegt entschieden. Und man muss ja auch sehen, eine repräsentative Demokratie hat viele Vorteile, aber kann eben auch dazu führen, dass sich bestimmte Machtstrukturen verfestigen und Leute sich gegenseitig die Bälle zu spielen und sich immer weiter entfernen von dem, was das Volk wirklich meint. Und das sehen wir eben auch hier in Großbritannien. Das ist ein Kampf gegen das Establishment. Das ist ein Kampf gegen die City. Die City, die groß geworden ist und die letztlich ja auch über wirtschaftliche Effekte Nachteile für viele Menschen hervorgerufen hat. Nämlich insofern, als wenn dann diese Leistungen der City in die Welt verkauft werden, kommt es zu einer Aufwertung des Pfundes. Und dieses hohe Pfund hat die englische Industrie kaputt gemacht. Und da leiden eben sehr viele Leute drunter. In den alten Industriegebieten ist die Arbeitslosigkeit sehr groß. Und bei allen Nachteilen, die jetzt der Austritt hat, weil die City wird also verkleinert jetzt sicherlich, die Kräfte werden nach Frankfurt und sonst wohin gehen, ist da auch ein gewisser Vorteil insofern, als das Pfund wieder abwertet und die Industrie wieder hochkommt. Das heißt, die Leute, die jetzt wirklich gestimmt haben für den Austritt, werden wahrscheinlich sogar auch profitieren, indem es mehr Arbeitsplätze gibt. Die neue Automobilindustrie wird wieder hochkommen. Die hat sich ja sowieso jetzt neu gebildet und wird unserer deutschen Industrie erhebliche Schwierigkeiten machen. Für Durch uns bessere Deutsche ist das ein großes Exportchancen vor allem. Problem. Fast ein größeres Problem als für die Briten. Sie auch sagen, keine Eile ist jetzt der richtige Schlachtruf von Seiten Brüssels? Oder gibt es vielleicht sogar noch eine Möglichkeit, dass es einen Exit aus dem Brexit gibt? Denn wenn man die Großdemonstrationen am Wochenende sieht, wenn man auch den Druck der Schatten sieht und auch anderen, dann besteht ja vielleicht sogar eine Möglichkeit. Naja, also die Entscheidung wird nicht zurückgenommen werden, aber man wird sich Zeit lassen und man kann sich sogar sehr viel Zeit lassen. Man wird nie formal erklären, dass man es zurücknimmt. Und ich glaube, es liegt im deutschen Interesse, das auf die lange Bank zu schieben. Insofern handelt die Bundeskanzlerin und auch Sie mit Ihrer Aussage jetzt durchaus richtig. Es gibt die Franzosen, es gibt Herrn Juncker, die wollen so schnell wie möglich die Briten loswerden. Da habe ich große Sorgen davor, weil dann sich ja das politische Gefüge in der EU dramatisch zu deutschen Lasten ändert. Wir hatten bislang noch eine Sperrminorität der freihandelsorientierten Länder. Wir brauchen ja den Freihandel für unsere Exportwirtschaft, davon leben wir. Wir Zusammen hatten mit Österreich, mit Österreich, mit Finnland, den mit Niederlanden. Holland, mit England hatten wir 35%, genau so viel wie für die Sperrminorität im Ministerrat bei Entscheidungen nötig war, also der Bevölkerung. Man brauchte eine doppelte Mehrheit dann quasi. Und wir hatten die Sperrminorität und die haben wir jetzt verloren. Wir haben jetzt, wenn Großbritannien wirklich rausgeht, nur noch 25%, während, sagen wir mal, Italien, Spanien und Frankreich, drei mediterrane Länder, die sich kulturell nahestehen, die auch viel auf Umverteilung machen wollen in der EU, bei 39% sind. Nicht? Die sind also weit drüber und haben also sehr, sehr viel Macht jetzt. Dieses Gebilde, was dann entstehen würde, ohne Großbritannien, diese EU, braucht, glaube ich, neue Entscheidungsregeln. Und da mögen Sie mir widersprechen. Ich bin der Meinung, wir müssen den Maastrichter Vertrag, den EU-Vertrag kündigen im Sinne einer Änderungskündigung, dass diese Entscheidungsregeln angepasst werden. Denn die 35%, die waren ja im Hinblick auf Großbritannien und Deutschland gewählt worden, so dass sich da ein liberaler Block bildet, der eine Sperrminorität hat. Wenn wir die jetzt verlieren, dann werden wir ein Fortress Europe. Das heißt, die Franzosen werden ihre nicht mehr wettbewerbsfähige Industrie jetzt durch alle möglichen Zölle versuchen zu schützen für die EU. Und wir kriegen auch die französische Planification, also wir bauen den Staatsanteil aus, wir regieren der Wirtschaft rein. Das ist nicht mehr das Europa, mit dem Deutschland groß geworden ist. Und insofern können wir das gar nicht akzeptieren. Also die Bundesregierung äußert sich dazu noch nicht, wird sie aber tun müssen, ob wir nicht eine Änderungskündigung des Maastrichter Vertrages brauchen. Ich halte die Entscheidungen der letzten Woche für so gravierend, dass es ohne eine Änderungskündigung nicht geht.
Denn es ist ja nicht nur der Austritt Großbritanniens gewesen. Zwei Tage vorher hat das deutsche Verfassungsgericht sein lange erwartetes OMT-Urteil gesprochen. Und man muss sich die Begründung einmal auf der Zunge zergehen lassen. OMT-Urteil müssen Sie nicht sagen. Ja, das geht hier um die Europäische Zentralbank. Die hatte im Jahre 2012 verkündet, dass sie die Staatspapiere der Krisenländer den Investoren aus ihren Portfolios abkauft, wenn es denn nötig ist und wenn bestimmte Umstände dann erfüllt sind, dass sie in den Rettungsschirm gehen und so weiter. Es war eine kostenlose Kreditausfallversicherung, die sie diesen Ländern gegeben hat, drückt deren Zinsen, weil die Gläubiger bereit sind, angesichts dieser Sicherheit eben zu niedrigen Zinsen Kredite zu geben und führt dazu, dass die Länder sich immer weiter verschulden wollen, dass die Schuldenpakte gerissen werden, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Fiskalpakt, ist alles nur noch Makulatur. Bei den niedrigen Zinsen ist das Verlangen, sich mehr zu verschulden, riesengroß. So, und das deutsche Verfassungsgericht hat jetzt, nachdem der EuGH dazu Stellung genommen hatte vor einem Jahr, gesagt, ja, wir fallen dem EuGH hier nicht in den Rücken, aber die Entscheidung ist falsch. Ja, wir sind der Meinung, die EZB überschreitet ihr Mandat. Aber der EuGH ist das übergeordnete Gericht und wir prüfen nur, ob dieses Gericht willkürlich entschieden hat. Das hat es nun wiederum nicht. Es war falsch, aber nicht willkürlich. Insofern lassen wir das gehen. So, jetzt ist es Aufgabe der Politik, sich des Themas anzunehmen. Das ist eine Mandatsüberschreitung der EZB, die auch das deutsche Verfassungsgericht hier konstatiert. Und man kann nichts mehr tun im Rahmen des herrschenden Rechts. Auch das verlangt eine Änderungskündigung für den Maastrichter Vertrag. Und wenn Deutschland sagt, wir wollen die Änderungskündigung, dann können die anderen Länder nicht drüber hinweggehen und uns überstimmen. Sondern das ist das größte Land, gerade nach dem Brexit würde selbstverständlich man eine Diskussion beginnen können darüber, wie man Deutschland in diesen beiden Fragen bei der Konstruktion der Regeln der EZB und bei den Minderheitsrechten entgegenkommt. Es wird dann nicht vielleicht zu einem Ende der EU kommen, sondern zu einem neuen Vertrag. Die Deutschen wissen, dass sie mit 27% den größten relativen Anteil bezahlen. Die Deutschen sehen aber auch, dass wir die größten Nutznießer, Sie haben es eben auch selber gesagt, schon von der wirtschaftlichen Struktur unseres Landes als Exportland, dass wir die größten Nutznießer von Europa sind. Das Funktionieren Europas ist das überragende deutsche Interesse, gegenüber jedem einzelnen Interesse überragend. So, und ich glaube, dass das auch übrigens die Deutschen sehen. Wir haben ein gutes Gefühl dafür. Das sichern Sie so nicht. Das ist ja. Aber das ist erstmal, wie sehen die Deutschen ihr Verhältnis? Nein, wir sind uns ja einig. Es gibt keine Alternative zu Europa. Ja. Wir brauchen die europäische Integration. Das ist völlig klar. Die Frage ist nur, ob auf dem Wege, den wir eingeschlagen haben, wir näher nach Europa kommen, ob wir wirklich vorankommen oder ob das nicht nur kurzfristige Maßnahmen sind, die jetzt im Moment einmal Ruhe schaffen. Ich glaube, wir kommen dem Europa nicht näher. Das sehen wir schon am Euro. Der Euro ist als großes Friedensprojekt gemacht worden. Er hat Südeuropa in eine inflationäre Kreditblase getrieben, die geplatzt ist. Man hat die Wettbewerbsfähigkeit verloren, Massenarbeitslosigkeit, radikale Parteien werden gewählt. Ich habe nie so viel Unfrieden gesehen in Westeuropa wie jetzt nach dem Euro. Das ist eine direkte Implikation einer gut gemeinten Politikentscheidung von Helmut Kohl seinerzeit. Und diese Entscheidung ging schief. Und nach der gleichen Methode können wir jetzt voranschreiten oder wir können uns überlegen, was passiert denn langfristig, wenn wir dies und jenes tun. Und ich sage Ihnen, wenn wir die Schuldenvergemeinschaftung die Risikovergemeinschaftung durch die Europäische Zentralbank, die jetzt tun und lassen kann, was sie will, so voranschreiten lassen, wie das jetzt angelegt ist, wird Europa im Streit letztlich sein Ziel der Vereinigung nicht erreichen, weil diese Maßnahmen zu einer exzessiven Verschuldung führen. Frau Merkel hat im Jahre 2012 im Ausgleich für den Rettungsschirm ESM, diesen dauerhaften Schirm, ja den Fiskalpakt verlangt. Nach dem Fiskalpakt muss die Schuldenquote eines jeden Landes pro Jahr um ein 20stel des Abstandes zu 60% fallen. Jedes Jahr so ein bisschen.
Ja, was ist passiert? Überall sind die Schuldenquoten gestiegen. Fast überall, nur in Irland nicht. Also man nimmt den Pakt überhaupt nicht ernst. Wir geben also unsere Sicherheiten, wir bürgen für alles. Dadurch überleben die Länder und können sich weiter verschulden. Und zum Ausgleich verlangen wir dann wenigstens Schuldengrenzen. Und die Schuldengrenzen werden nicht eingehalten. Und wenn wir diese Politik fortsetzen, wird Europa im Schuldensumpf verkommen. Der Punkt ist ja, wir machen ja keine Politik. Die Europäische Zentralbank kauft die ganze Zeit über schon Zeit, damit die Politik endlich Politik macht. Aber wir haben mit der Politik noch nicht begonnen. So Ihre Meinung ist zu sagen, der Euro muss abgeschafft werden, weil er falsch war. Das habe ich nicht gesagt. Es war eine Fehlentscheidung, ihn einzuführen. Man kann ihn heute nicht mehr abschaffen. Okay. Das ist wie bei einer Ehe, die nicht gut funktioniert hat. Die löst man auch nicht deswegen auf. Nicht? Ja, das kommt das ist, gelegentlich Nein, vor. Das ist ein feiner Unterschied. Ich bin nun wirklich nicht für die Abschaffung des Euro. Okay, alles klar. Das ist gut. Dann aber Sie wollen doch nicht sagen, dass das eine Erfolgsgeschichte war, nein, der Euro. Wollen Sie das wirklich sagen? Nein, sie ist eine ungesicherte Erfolgsgeschichte. Ja, wir müssen ihn zum Erfolg führen. Aus deutscher Sicht ist es eine Erfolgsgeschichte. Aber wir müssen den Erfolg und den Euro sichern. Wenn die Politik das nicht tut, dann kommt der Euro in existenzielle Gefahren. Das ist meine feste Überzeugung. Aber der Euro ist nur ein Instrument. Es geht um Frieden und Prosperität und Einheit in Europa. Wir dürfen nicht das Instrument zum Ziel erheben. Ja, nein, der Euro ist natürlich nicht nur ein Instrument. Eine Währung ist, ich glaube, das wissen Sie besser als andere, eine Währung ist viel, viel mehr als nur ein Instrument. Eine Währung ist Ausdruck von natürlich ist es ein Instrument, ein Zahlungsmittel. Sie haben auch schon immer die Euro-Entscheidungen und den Euro für eine Fehlentscheidung gehalten und sind grundsätzlich mit der Euro-Politik Sie haben schon immer für eine Fehlentscheidung gehalten. Nein, Herr Röttgen, das ist unfair. Ich muss gestehen, als der Euro eingeführt wurde, damals, als der Maastrichter Vertrag diskutiert wurde, war ich sehr dafür, weil ja auch Kohl betont hat, es gibt hier keine Haftungsunion, wir haften nicht für die Schulden anderer Länder. Das hat er sogar zweimal gesagt im Bundestag. Da habe ich ihm geglaubt und dann gab es ja auch den Maastrichter Vertrag mit der No-Bail-Out-Klausel, Artikel 125. Es gab das Verbot der Monetisierung der Staatspapiere. Und was ist passiert? Bailout, wir hauen die Gläubiger dieser Länder aus der Patsche, das sind die Investoren aus aller Welt mit dem Geld der Steuerzahler und wir erlauben, dass Staatspapiere gekauft werden. Das heißt, heute werden die Staatsetats mit der Druckerpresse finanziert. Es ist alles nicht das, was damals vereinbart wurde. Also ich war schon sehr für den Euro aus Gründen der europäischen Integration. Nur das, was inzwischen herausgekommen ist, ist also nicht befriedigend und es ist unter Verletzung der Regeln entstanden, die wir vereinbart haben. Okay. Also darf man dann doch wohl seine Meinung ändern. Sie dürfen sowieso Ihre Meinung ändern, auch Ihre Meinung haben. Ich glaube nur, dass wir jetzt eine Situation haben, wo wir nicht weiterkommen, wenn sie genutzt wird als eine Situation. Jetzt sage ich das, was ich schon immer mal machen wollte, sagen wollte und für immer schon für falsch oder richtig gehalten habe. Ich bin immer bereit, meine Meinung zu ändern, wenn ich neue Informationen sehe. Ja, das ist auch absolut respektabel. Sie doch, und auch. Ja, bin ich auch. Wenn ich sage, ich habe mich geirrt, dann glaube ich, ist es keine Schande zu sagen, das ist falsch gelaufen. Aber die große Frage ist, wie reagieren wir jetzt auf eine Situation, die wirklich neu ist? Der Euro ist ein verbleibendes Thema und wir müssen den Euro nach meiner Einschätzung so fortentwickeln, dass er gesichert bleibt. Wenn wir das nicht tun, werden wir ein Problem bekommen. Wir können es nicht verdrängen. Nur was ist es denn? Aber die Haftungsunion kann es doch nicht sein. Der EZB eine Verhaltensweise zuzulassen, von der selbst das Verfassungsgericht sagt, das ist eine Mandatsüberschreitung und es geht nur deswegen nicht davor, weil der EuGH vorher entschieden hat, weil es keine Willkürentscheidung des EuGH ist. Der EuGH hat darüber geurteilt, gesagt, es ist rechtmäßig. Das Verfassungsgericht sagt, in einer grundlegenden Revision seiner Rechtsprechung. Ich respektiere es. Das ist europarechtliche Korrektur, aber es ist im auch Sinne ein anderer der Willkür. Meine Einschätzung der EZB ist, die EZB hat sich nicht in die Rolle gedrängt, sondern die EZB sagt, wenn die Politik nicht handelt, dann bleibt es, dann müssen wir es tun. Kann es nicht endlos tun. Gut, da bin ich eher, glaube ich, der Maastrichter Vertrag gibt der EZB nicht das Recht, Handlungen zu ergreifen, die Eurozone zusammenhalten. Das hat sogar der EuGH in seinem Urteil festgestellt. Ich glaube, die dürfen nur Geldpolitik machen. Der neue Konflikt nicht links und rechts ist, sondern der neue Konflikt ist für die Offenheit oder für das Abschotten. Das sind die beiden grundlegenden Konflikte. Es ist auch Helmut Kohl. Sie wollen Helmut Kohl nicht als Populisten bezeichnen. Er hat gesagt, in dieser Situation
muss man jetzt mal innehalten, zwei Schritte zurückgehen. Er hat gesagt, einen Schritt zurück einen und Schritt. Zwei wieder nach vorne zu gehen. Na gut, okay. Ich weiß nicht, ob Sie bei einem vorwärts kommen. Nein, ich bin dabei und das halte ich für vernünftig. Ja, also wenn man jetzt sieht, wenn ich wandere und ich sehe hinten einen Berg, ja, und der Weg, der schlängelt sich, man weiß nicht, da war ein anderer Weg, man ist jetzt den Weg gegangen, man kommt jetzt immer weiter von dem Berg weg statt dahin und dann gibt es unsere Führer, die sagen, naja, hinten schlängelt sich der Weg nochmal, dann kommen wir trotzdem dahin, aber wir kommen gar nicht näher, sondern weiter. Dann muss man auch mal innehalten und tatsächlich zur letzten Weggabel zurückgehen und dann nochmal den anderen Weg probieren. Das ist die Situation, in der wir sind in Europa. Also eine Gefahr, die ich konkret sehe am Horizont, ist, dass man jetzt die Eurozone sehr schnell in diesem Trubel des Austritts, der Austrittsdiskussion versucht zu festigen zu mehr staatlicher Einheit. Das halte ich für sehr gefährlich, weil die osteuropäischen Länder nicht zum Euro gehören. Wir würden damit eine Grenze durch Mitteleuropa ziehen, genau nämlich durch den ehemaligen, auch deutsch, von Deutschen beeinflussten Kulturkreis. Sondern wir müssen aufpassen, das sind kleine Länder, Polen ist nicht dabei, andere Osteuropäer sind auch nicht dabei und die kommen vorläufig auch nicht rein, weil sie natürlich sehen, dass der Euro gar nicht funktioniert. Wenn wir jetzt also den französischen Wünschen nachgeben, die wollen also einen gemeinsamen Finanzminister, ein gemeinsames Budget, sie wollen eine Einlagensicherung für jeden Kontoinhaber in Südeuropa, 100.000 Euro, sollen wir gemeinschaftlich absichern, das ist das Doppelte des Vermögens eines normalen deutschen Haushalts. Muss man sich mal überlegen, was da für irrsinnige Forderungen im Raum stehen. Und wenn wir darauf eingehen, dann sind wir verloren. Wenn Deutschland wirklich nur noch ein Anhängsel des mediterranen Raums mit all seinen Problemen wird und wir an der Ostgrenze Deutschlands dann also Europa teilen und die Osteuropäer für sich machen lassen. Ich würde gerne noch mal auf Ihre Forderung, dass wir einen neuen Vertrag haben müssen, Maastricht-Vertrag, einfach damit Deutschland in Europa auch noch eine Rolle spielen kann, weil Sie sagen, der Nachteil, den Deutschland durch den Brexit hat, ist enorm groß. Wie kann dieser Vertrag aussehen? Was muss Bestandteil dieses Vertrages sein? Also beiden Artikel, die Deutschland ja zur Bedingung gemacht hatte für die Aufgabe der D-Mark, die ich vorhin zitiert habe, dass also die Zentralbank keine Staatspapiere kaufen darf und dass, wenn ein Staat pleite geht, dass man nicht mit Steuergeldern die Investoren aus aller Welt, die demnächst das Geld gegeben haben, raushaut. Das muss weiter konkretisiert werden. Wir haben es damals versäumt, nach dem Maastrichter Vertrag entsprechende Richtlinien der EU zu machen, nachgelagerte gesetzliche Strukturen zu schaffen, die einen geordneten Vorgang hier ablaufen lassen. Griechenland ist seit vielen Jahren pleite. 2010 hat man den Maastrichter Vertrag gebrochen, um Griechenland im Euro zu halten. War ein fundamentaler Fehler. Man hätte Griechenland rausgehen lassen sollen. Das wäre ein gutes Exempel für andere gewesen. Dann hätten sie sich angestrengt. Aber jetzt, nachdem Griechenland tun und lassen kann, was es will, und es wird immer noch rausgehauen, wissen die anderen, sie können auch tun und lassen, was sie wollen. Und dann kommen diese Gerichtsentscheidungen dazu, die also plein pouvoir für die EZB geben. Das ist alles eine ungute Gemengelage. Wir müssen wieder zurück zum Maastrichter Vertrag, dem, was wir eigentlich gemeint haben. Und ich betone, Helmut Kohl hat zweimal bei seiner Begründungsrede im Bundestag gesagt, es gibt keine Vergemeinschaftung der Schulden. Und es gibt sie eben doch in riesigem Umfang.